Hallo Paul. Hallo. Schön, dich zu sehen. Danke, dass du gekommen bist. Danke für den Besuch. So heißt das ja hier, glaube ich. Ich freue mich wie Bolle, wie man hier sagt, in der Ecke. Also so wirklich richtig. Weil uns hört vielleicht keiner zu, dann kann ich dir das jedenfalls privat und persönlich sagen. Ich habe all deine Bücher mit Gewinn und Freude gelesen. Das meinst du, das, was Carsten befürchtet? Ich schocke ihn jetzt direkt. Wehe, die fallen um. Und das ist meine persönliche Anmoderation, da müsst ihr alle durch. Ich habe alle Bücher von Paul Schreier und keins ist signiert. Das ist nicht in Ordnung. Das werde ich jetzt gleich auf dem Tisch drapieren. Wir werden das. Ich habe auch das Richtige nach vorne gelegt. Nein, ich erzähle das nur deshalb, weil ich habe die ja nicht nur. Ich musste die ja nicht lesen, ich habe mit Freude gelesen, alles, was du gemacht hast. Und wenn ich auf diesen kleinen Stapel gucke, dann sind das all die Themen, die uns im Moment beschäftigen und die im Moment in einer Verzahnung sozusagen, in eine Verzahnung kommen. Du hast in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, das ist ein bisschen unheimlich. Ja. Ja, weil wir auch dann gesagt haben, sogar, also du hast 2001 angefangen, glaube ich, zu publizieren, oder? Nee, 2006. Also das erste Buch zum 11. September kam dann zum 5. Jahrestag 2006. Und das war das mit deinem Vater? Genau. Ach so, okay. Und aber das sind ja all die, also wir haben, du hast für die Ukraine geschrieben, und zwar 2014, glaube ich, mit Matthias Bröckers. 9/11 über die Demokratiefrage grundsätzlich. Und was ich gerne an den Anfang stellen würde, ist das hier. Ich glaube, wenn ich das jetzt hochhalte und meine Augen damit verdecke, dann kann das sogar jeder sehen. So hieß das Buch, nämlich Wer regiert das Geld? Fantastisches Buch, ich habe viel daraus gelernt. Und die erste Frage, die ich deswegen jetzt habe an dich, ist, weil wir aktuell erleben, dass mein Problem sich in Luft aufgelöst hat. Ich dachte, wir haben ein Problem mit Geld. Und jetzt ist aber ein neuer Sonderhaushalt, glaube ich, in Höhe von 200 Milliarden aus dem Boden gestampft worden. Neben dem Sonderhaushalt Militärausstattung für 100 Milliarden und offenbar. Es scheint kein großes Problem zu sein. Ich habe da noch mal reingelesen in dein Buch. Das war auch in der Introduktion, in der Einleitung bei dir schon so damals, dass du gesagt hast, das scheint ja immer zu gehen. Ob man Banken retten muss oder jetzt uns alle retten muss, also vor dem Frieren. Also haben wir eigentlich gar kein Problem, oder? Also das war für mich der Ausgangspunkt, als ich dieses Buch geschrieben habe. 2015 habe ich es geschrieben, 2016 ist rausgekommen. Wie kommt das eigentlich, dass für so eine Bankenrettung damals auf einmal ganz viele Milliarden da sind, wenn uns die ganze Zeit vorher immer allen erzählt worden ist, wir haben kein Geld, wir brauchen eine Schuldenbremse, wir müssen sparen, es ist ganz knapp. Und wenn es dann wirklich um was geht, ist auf einmal scheinbar gar keine Grenze. Und jetzt erleben wir das wieder mit den 100 Milliarden für die Bundeswehr, mit den 200 Milliarden jetzt für Gaskrise. Ja, man muss sich ein bisschen mit dem Geldsystem befassen, um zu verstehen, warum das in unserem System geht und alles andere nicht geht. Hat natürlich was mit unserer, letztlich mit unserer Eigentumsordnung zu tun. Darauf läuft es am Ende alles hinaus. Aber um das konkret zu machen, diese Gelder, die jetzt aufgenommen werden, diese Kredite, diese Schulden, die aufgenommen werden, die werden natürlich bei Banken aufgenommen. Und man muss sich immer klar machen, was sind Banken eigentlich? Banken sind nicht einfach irgendwelche Firmen, die Dienstleister für die Gesellschaft sind, wie es immer so heißt. Banken sind ein völlig eigenständiger Sektor, unvergleichlich mit allen anderen Gewerben, mit allen anderen Industrien. Banken haben in unserer Ordnung das Privileg, Geld erzeugen zu dürfen. Das unterscheidet sie von allen. Niemand sonst darf sowas, außer natürlich Zentralbanken, die teilweise in öffentlicher Hand, teilweise privat sind. Aber private Banken dürfen das. Und was sind eigentlich Banken? Banken sind eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, Zusammenschlüsse reicher Menschen. Das sind nicht einfach irgendwelche Firmen. Kleiner Exkurs, als ich das geschrieben habe, habe ich recherchiert, woher kommen eigentlich die großen deutschen Banken. Zum Beispiel die Deutsche Bank Direkt, die sind Deutsche Bank, Commerzbank, die sind alle so Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Die Deutsche Bank ist ein Zusammenschluss gewesen, Ende des 19. Jahrhunderts, von den großen Privatbankiers. Und was sind große Privatbankiers? Ja, das sind reiche Familien. Eine reiche Familie hat eine Bank gegründet, irgendwann mal vor vielen hundert Jahren, wird weitergetragen von Generation zu Generation. Und die haben sich Ende des 19. Jahrhunderts zusammengeschlossen zur Deutschen Bank zum Beispiel. Also andere Banken haben andere, aber das ist eine übliche Gründungsgeschichte. Privatbankiers tun sich zusammen, gründen eine Aktiengesellschaft. Letztlich sind es aber reiche Familien. Das heißt, um wieder in die Gegenwart zurückzukommen, wenn jetzt
die Bundesrepublik Deutschland auf einmal 200 Milliarden für die Gaskrise jetzt zur Verfügung hat, ja, dann verschuldet sie sich bei reichen Familien. Ach so, okay. So, das passt natürlich in unserem System, in unserer Ordnung vielen Leuten gut in den Kram, weil was bedeutet es, wenn der Staat neue Schulden aufnimmt? Das bedeutet, er verliert Handlungsfähigkeit. Er gibt Handlungsfähigkeit ab an die Kreditgeber, also an die reichen Familien. Ja. Das ist das, was passiert. Deswegen haben die reichen Familien auch nie ein Problem damit. Solange der Staat noch in der Lage ist, diese Schulden irgendwie, die Kredite, die Zinsen irgendwie zu bedienen, solange er nicht total pleite geht, da sagen die immer, ja, ist doch schön, ist doch gut, nehmt nur diese Gelder auf, aber sie entscheiden natürlich wofür. Also sie geben diese Kredite nicht für alles, sondern nur für Ziele, die natürlich wieder in dieses Spiel reinpassen. Ich meine, das war besonders frappierend, entschuldige mich, ja, dich kurz. Ja, nee, das war frappierend. Schon, ja. Frappierend war es ja doch in der Bankenkrise tatsächlich, dass man sagt, wir retten die systemrelevanten Banken, also too big to fail, um uns dann von den Banken Geld zu leihen. Ja, das war auch mein Ausgangspunkt. Irgendwas stimmt hier nicht. Genau, das war ja dann noch auffälliger als jetzt. Also jetzt könnte man ja noch sagen, gut, diese reichen Menschen leihen uns dieses viele Geld. Ich finde das wirklich fast faszinierend, weil ich habe von Anfang an diese Frage gestellt, auch unserer sogenannten Krise, wir erhöhen jetzt den Haushalt, auch gar nicht so die Schattenhaushalte, aber der Haushalt wird erhöht um diesen Betrag X. Aber jetzt haben wir doch, ich muss das mal versuchen zu sortieren, weil mein einziger Zettel, das habe ich dir vorhin gezeigt, der hier ist, da steht drauf erklären, und das ist von meiner Frau die Bitte, weil in dem, was du eben gemacht hast, waren ein paar Dinge, die wir vielleicht vertiefen sollten. Gerne, also im Interesse von Katja und auch von mir. Ich habe zu Beginn dieser Krise gedacht, das kann man nicht machen. Also du kannst nicht den Haushalt jetzt künstlich aufblasen, weil wir sind schon so hoch verschuldet. Und selbst wenn man sagt, die Zinsen waren zu Beginn dieser Krise auf Null. Inzwischen haben sich ja die FED und die EZB darauf geeinigt, dass auf 1,7, ich weiß gar nicht, die FED, aber jetzt auf 3,5, glaube ich schon irgendwie, keine Ahnung, also jedenfalls die Zinsen deutlich zu erhöhen. Ja. Ich dachte schon zu Beginn dieser Krise, das kann man eigentlich nicht machen, einen Haushalt künstlich aufzublasen, wer soll denn das irgendwie alles bezahlen? So eine ganz naive Frage. Da sind wir jetzt aber ein paar Schritte deutlich weitergegangen mit, wenn der Finanzminister sagt, wir halten an der Schuldenbremse fest. Er hat es gesagt. Das gilt für die Zukunft, glaube ich. Für 2023 halten wir an der Schuldenbremse fest. Für 2022 gilt das nicht. Aber es ist ja so, das hast du eben ja auch schon beschrieben, man legt Sonderfonds, Sonderschulden, sonst was auf. Und diese Schulden machen wir bei den Paaren, denen sowieso schon die Welt gehört, richtig? Sozusagen. Und ich finde, diese Schuldenbremse ist für mich was besonders Verdrehtes. Und ich finde, man sieht jetzt auch in der Krise immer mehr diese Doppelmoral. Auch bei diese Schuldenbremse steht ja jedem vor Augen, dass sie natürlich nicht gilt. Sonst könnte man ja nicht diese ganzen Sachen aufnehmen. Sondern die Schuldenbremse gilt für eine bestimmte Art von Ausgaben. Mhm. Die gilt für Sozialausgaben und andere Ausgaben für den Gemeinsinn sozusagen. Aber diese anderen Dinge so, Banken oder irgendwelche anderen Sachen, dafür gilt sie dann nicht. Also es ist die reine Doppelmoral. Diese Schuldenbremse ist ein Witz. Als Wort ist es ein Witz. Ja, natürlich. Und zu behaupten, die gelte jetzt weiter, ist einfach dämlich. Da muss ich mal ganz kurz aus aktuellem Anlass nochmal einhaken. Weil ich habe nicht aufgepasst in meinem Studium. Ich habe das ja studiert, Wirtschaft, glaube ich. Ich habe einfach nie aufgepasst. Wenn man sagt, man senkt die Mehrwertsteuer, aber kann nicht gewährleisten, dass der es verkauft, diesen Vorteil weitergibt. Ich weiß nicht, ob das ist dir klarer als mir, glaube ich. Wenn man sagt, 19% heißt auf das 100-Euro-Brötchen, das kostet dann 119, weil der Rest ist Mehrwertsteuer, das wird da sozusagen draufgeschlagen. Ich mache es mal vereinfacht. Wenn man das auf 7% kürzt, der Bäcker ist nicht gehalten, diesen Vorteil weiterzugeben an mich. Also er kann das weiter für 118 verkaufen, dann guck mal, ist billiger geworden. Der Einzige, der daran gewinnt, ist der. Habe ich nicht verstanden. Also ich bin einfach offensichtlich... Ja, das ist einfach diese Ideologie, man will den Leuten in der Wirtschaft, die Einfluss haben, einfach nicht reinreden. Man akzeptiert im Grunde deren Hoheit. Nicht? Und man als Regierung hält man sich möglichst raus. Sozusagen. Ja, aber die wissen ja auch, wie das geht. Also du hast es doch, oder? Die Wirtschaftskapitäne und die reichen Leute wissen doch, wie man die Welt denkt und wir nicht. Ja, und?
Sehr gut. Nein, deswegen darf man doch denen da nicht reinreden. Man muss denen doch. Ach so, meinst du das? Jetzt habe ich den, ja, deinen Faden verstanden. Ja, hatte ich gerade nicht verstanden. Nee, ja, na genau. Das wäre dann auch Teil der Ideologie. Richtig, ja. Ja, dass man also um Gottes Willen nicht sowas in die Verantwortung von Leuten wie uns geben oder abstimmen lassen, dass man sagt, das ist aber ja, glaube ich, schon seit ein paar Jahrhunderten bekanntes Prinzip, dass man sagt, überlass das den Unternehmern, den Reichen, dann ist es gut für alle. Also ist die Ideologie. Von Trickle-Down bis genau. Die Flut hebt alle Boote. Ist zwar hundertfach widerlegt, aber trotzdem ist es doch gerade an diesem... Du merkst an meiner Verwirrung gerade im Moment, auch in dieser aktuellen Situation, dass man, ich verstehe wirklich die Welt nicht mehr. Ich verstehe es, wenn du mir erklärst, das kommt jetzt alles wieder den Banken, das sind Zusammenschlüsse reicher Leute. Wir erleben seit 2 Jahren eine Umverteilung von unten nach oben, massiv. Und wo endet das? Also das endet dann damit, dass diesen Banken die ganze Welt gehört. Na, also es sind ja Prozesse. Also ich sehe es weniger so in Schwarz-Weiß, jetzt sind wir da, wo ist das Ziel, sondern ich sehe mehr den Prozess, die Entwicklung, die Richtung. Und die Richtung ist einfach ganz verschärft, dass Handlungsfähigkeit den Regierungen verloren geht. Ist falsch gesagt, weil es passiv gesagt ist, dass die Regierungen selber ihre Handlungsfähigkeit aufgeben, wäre eigentlich die richtigere Formulierung, im Maße ihrer Verschuldung. Und dann käme man natürlich auf die Frage, ja, wie sollen die das denn anders machen? Das wäre vielleicht dann die Frage, die wir im Anschluss noch diskutieren könnten. Was für andere Wege gäbe es denn, solch einer Krise Herr zu werden? Weil dargestellt wird es ja immer als alternativlos. Wir müssen das jetzt machen, sonst bricht alles zusammen. Und dann gibt es im Grunde gar keine Diskussion. Weil das ist ja so die Situation, die wir haben. Aber natürlich gibt es andere Wege, Krisen zu lösen. Das würde ich gerne mit dir am Ende machen, damit wir dann alle rausgehen und sagen, jetzt wissen wir, wie wir diese Krise lösen. Aber in der Beschreibung ist mal das Ziel derer, die es im Moment kontrollieren, ist doch ein Machtzuwachs. Und wir haben Regierungen, die offensichtlich es für alternativlos halten, das geschehen zu lassen. Ja, so ist mein Eindruck, ja. Mhm. Ja. Okay, also, aber gibt es da eine Alternative? Also wir sind hochverschuldet bei diesen Familien, die du gerade beschrieben hast. Wir haben keinen, haben wir denn Handlungsspielraum? Ganz wenig, also immer weniger. Und die Frage ist auch, wer ist wir? Ja, inwiefern kann man sich noch mit der Regierung, die Bevölkerung, die Regierung als wir bezeichnen? Denn das scheinen mir doch sehr unterschiedliche Fronten geworden zu sein inzwischen, Regierung und Bevölkerung. Dass man eigentlich kaum noch von einem Wir sprechen kann. Die Lösungsmöglichkeiten, die es sicher gibt und die vor allen Dingen mal öffentlich diskutiert werden müssten, das ist ja nicht so, dass jetzt jemand wie ich oder wer auch immer jetzt irgendwie ein Rezept auf den Tisch legt und sagt, so machen wir das jetzt, das ist ja Quatsch. Wir müssen ja drüber reden, wir müssen ja das verhandeln, in einem politischen Prozess miteinander verhandeln. Dazu muss aber die Perspektive aus meiner Sicht geweitet werden, ganz stark geweitet werden und Möglichkeiten in den Blick genommen werden, die bisher überhaupt nicht diskutiert werden. Und das ganze Problem mit dem Geld, ich hatte das in dem Buch damals sehr auf die Geldschöpfung konzentriert, weil ich das ganz spannend fand. Einfach, man nimmt das immer so hin, Geld ist da, man geht damit um, es ist immer schon irgendwie da gewesen. Ja, die EZB druckt die Euronoten und das Giralgeld auf den Konten, mit dem wir so vor allen Dingen bezahlen. Bargeld spielt ja nur noch eine sehr untergeordnete Rolle tatsächlich. Das Giralgeld auf den Konten, mit dem wir unsere ganzen Rechnungen überweisen und so weiter, das ist halt da. So, und wenn man sich ein bisschen damit befasst, und in den letzten Jahren haben das auch immer mehr Leute getan, ich bin ja auch nun überhaupt nicht der Erste, der darauf hinweist, da gibt es auch schon ganz andere Leute, stellt man halt fest, nee, das Geld ist nicht einfach da, sondern es entsteht, und auch nicht nur bei der EZB und bei den Zentralbanken, sondern das Geld entsteht vor allen Dingen durch Schöpfung von privaten Banken. Die schöpfen das selber immer, wenn sie einen Kredit vergeben, entsteht neues Geld, wenn der Kredit dann zurückgebucht wird, geht das wieder raus aus dem System. De facto wird es aber immer mehr, weil das Blasen sind, Kreditblasen, die immer mehr, die Kredite nehmen immer mehr zu, vor allen Dingen die Spekulationskredite, das wissen eigentlich auch alle inzwischen. Also Kredite, die ausgegeben werden, damit andere Leute damit spekulieren können und nicht etwa irgendwas investieren und so weiter und so fort. Aber ganz kurz, weil du jetzt abkürzen willst, wenn du den Gedanken mal festhältst und mit dem erklären hier, weil wir beide wissen das und ich würde trotzdem dich gerne bitten, dass wir das nochmal ganz kurz festhalten. Ja. Also das ist eine Privatbank, die irgendeine Sparkasse, sonst was, tatsächlich Geld schöpft. Also die Geldmenge erhöht. Und ich glaube, man muss es einmal erklären. Ja, natürlich. Also das wird ja tatsächlich, man denkt, da trägt einer Geld hin. Ich mache es jetzt mal für die, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Der trägt das Geld da rein, der Sven bringt 100 Euro und dann können wir das ja dem Paul leihen. Und Paul zahlt dafür Zinsen. Mhm.
weil Sven erwartet, dass er dafür Zinsen bekommt. Mhm. So ist das in der Vorstellung des, der einfachen Sparer vielleicht. Ja. Aber so ist es nicht. Ja, also vorab muss man sagen, das ist jetzt keine Theorie von Paul Schreier oder von irgendwem, sondern in den letzten Jahren ist das Schritt für Schritt eingeräumt worden von den großen Zentralbanken. Die Bank of England hat 2014 oder 2015 den Anfang gemacht, indem sie das öffentlich erklärt hat, Leute, Geldschöpfung funktioniert anders, als es bisher immer gesagt worden ist. Auch anders, als die VWL-Leute und die BWL-Leute das im Studium gelernt haben. Bis ganz zuletzt, die Lehrbücher haben es irreführend vermittelt. Das wird also inzwischen offiziell eingeräumt und die großen Banken, auch die Bundesbank und so weiter, haben es in den letzten Jahren Schritt für Schritt eingeräumt. Vor 10 Jahren hat man immer noch gesagt, ach, das ist doch alles Spinnerei. Nein, nein, das ist tatsächlich so. Das als Vorbemerkung. Das ist jetzt keine Theorie, das ist also anerkanntes Wissen inzwischen. Hat sich aber noch nicht so groß rumgesprochen in der Breite. Mhm. Richtig, also man denkt, Kredite entstehen aus Spareinlagen anderer Leute. Ist nicht der Fall. Spareinlagen sind stillgelegtes Geld, das ist quasi rausgenommen. Kredite sind neu geschöpftes Geld. Wenn die Bank sagt, ich gebe dir 10.000 Euro Kredit, ist das vorher nicht da gewesen. Ja. Es entsteht in dem Moment der Buchung. Das ist so unauffällig, weil es sich um Giralgeld handelt. Wenn es sich um Bargeld handeln würde, wäre das nicht so unauffällig. Dann müsste das ja nachgedruckt werden. Das wäre so ein bisschen, könnte man vielleicht etwas eher noch wahrnehmen. Bei Giralgeld ist es quasi unauffällig, weil man das nicht sieht. Es ist im Computer. Genau. Ereignet es sich, ja. Also die Bank sagt, das ist jetzt einfach da. Die schöpft dieses Geld und sie hat die Möglichkeit, um das noch wenigstens rund zu machen, auch nicht nur diese 10.000. Man würde ja sagen, deine Paul-Schreier-Bank hat jetzt irgendwie 1 Million, du darfst dann auch 1 Million neu schöpfen oder irgendwas. Aber es ist, glaube ich, weit mehr. Also die Limitierung, natürlich ist die nächste Frage, wenn die Banken das selber dürfen, ja, wo ist die Grenze? Dann müsste man ja Banken die retten können, dann könnten sie sich ja alles, so ist es nicht. Mhm. Du kannst dir das als Bank, das Geld nicht für dich selbst im begrenzten Maße für eigene Ausgaben, aber nicht, du kannst dir nicht selbst einen Kredit geben. Das geht nicht. Könnte eine andere Bank machen. Das kann eine andere Bank machen, genau. Das ganze System der Geldschöpfung funktioniert, wenn die Banken als Sektor gemeinsam in eine Richtung gehen. Wenn die Banken als Sektor die Kreditmenge erhöhen, denn es gibt 2 Kreisläufe. Der eine Kreislauf ist der vorne, wir mit unserem Geld, ich gebe dir das, du gibst mir das. Und dann gibt es noch den spiegelbildlichen Kreislauf hinten, die Banken untereinander verrechnen miteinander, was hin und her fließt. Die müssen dann Clearing machen, die müssen das verrechnen untereinander. Das ist nicht sichtbar. Das wissen nur die Leute, die in den Banken arbeiten, was da passiert. Also, das kann nicht eine Bank endlos viel Kredite rausgeben, dann ist die pleite. Mhm. Sondern die muss das ja hintenrum verrechnen, was sie da gemacht hat. Wenn aber alle gemeinsam die Kredite pushen, weil gerade eine Boomphase ist und alle denken, es gibt keinen Morgen mehr und wir können jetzt, alles ist toll, dann können sie alle gemeinsam Geld schöpfen und davon profitieren und sich Dinge aneignen. Denn mit dem geschöpften Geld werden ja Dinge gekauft. Und da vollzieht, also was ist Geld? Geld ist das Recht, sich Wertschöpfung aus der Gesellschaft anzueignen. Das ist Geld. Geld ist nicht einfach nur ein nettes Tauschmittel, was uns hilft zu wirtschaften. Geld ist das Anrecht, dass ich mir was von der Wertschöpfung aneignen darf. Wertschöpfung ist, was wir gemeinsam schaffen, was alle Menschen durch Arbeit, entweder Produkte, die sie herstellen, Autos, Computer, was auch immer, oder Dienstleistungen, ja, Handwerker, Friseur, Bäcker, was auch immer. Das ist die Wertschöpfung, Dinge werden geschaffen. Und das Geld ist ein Anrecht, sich das anzueignen, einen Teil davon für sich zu nehmen. Und daraus entsteht ein Legitimationsproblem. Wer sollte in einer Gesellschaft das Recht haben, diese Anrechte zu schaffen? Dass man sich was abziehen darf von dem, was alle erwirtschaftet haben. Wem sollte man das geben? Im Moment haben es zum größten Teil private Banken. Warum? Warum dürfen die das? Ja, das ist eine wichtige Frage. Die könnte man jetzt mal 1/4 Stunde stehen lassen. Wir machen einfach mal weiter, genau. Die ich noch nie so gehört habe. Also dieses Anrecht... Ja, hast du eine Antwort? Warum haben die Banken das? Weil sie das schon immer hatten. Oder das ist ein Spiegelbild der realen Machtverhältnisse. Wenn wir wissen, dass die Banken den reichsten Familien gehören, die reichsten Familien haben die Macht. Und dieses ganze Geldsystem ist einfach nur eine Ableitung aus diesen Machtverhältnissen. Die Machtverhältnisse haben ihre Wurzel in den Eigentumsverhältnissen. Selbstverständlich, das Geldsystem ist auch letztlich, das war mir beim Schreiben dieses Buches noch nicht so klar, das ist mir auch erst später klar geworden. Natürlich ist das Geldsystem nicht einfach nur was Technisches. Das habe ich früher gedacht. Ich dachte, das Geldsystem, das sind technische Regeln, das kann man auch ändern. Theoretisch kann man die auch ändern, aber wenn man sie begreift als Ableitung einer realen Eigentumsordnung,
kann sie natürlich niemand ändern, weil niemand die politische Macht hat, sie zu ändern. Man muss an das Eigentum ran, an die Eigentumsverteilung ran. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich gesperrt. Aber gut, also darauf läuft es hinaus, das ist die Wurzel, ja. Die Eigentums, das ist ja nicht nur Eigentumsungleichheit, das ist ja, wenn man sich das mal anguckt, wie wenigen Familien, wie viel gehört, das ist ja nicht fassbar im Grunde. Nee, und das ist aber doch ein Prozess, der sich über die letzten Jahre, wie bei dem, auf dem Monopoly-Brett, was Kapitalismus nun mal ist, weiter konzentriert. Das meinte ich vorhin, also in den letzten 2 Jahren haben wir ja eine weitere Zunahme dieser Besitzkonzentration und des Reichtumszuwachses bei denen, die schon sehr viel haben, gesehen. Was überraschend ist, wenn man in diesem Narrativ von folgt, dass wir sind in einer gemeinsamen Krise, die wir gemeinsam und solidarisch jetzt durchstehen. Der Begriff Solidarität wird ja dann häufig mal so in den Raum geworfen. Aber dann unterm Strich sieht, dass die Leute, die vorher schon nichts hatten, noch viel weniger haben und die, die vorher schon sehr viel hatten, noch viel mehr haben. Richtig? Ja, genau. Also wir müssen bei allen Fragen, glaube ich, die wir seit 20 Jahren uns bewegen, sind wir immer in dieser Verteilungs- und Besitzfrage, richtig? Richtig. Und ich würde eigentlich gerne das Augenmerk lenken auf die Legitimationsfrage. Wer darf in einer Gesellschaft etwas, warum? Ja. Es muss eine Legitimation geben. Also wenn jemand, und diese Legitimation kann in einer Gesellschaft, die auf Dauer friedlich bleiben soll, nur aus der Gemeinschaft kommen, dass alle damit einverstanden sind. Und dieses Einverständnis wird heute natürlich erreicht durch Manipulation, dass Leuten was erzählt wird, eine Scheinwelt erzählt wird, wie zu sagen mit der Geldschöpfung, dass den Leuten schon im Studium Dinge erzählt werden, die einfach nicht stimmen. Das ändert sich jetzt langsam, die Lehrbücher werden jetzt langsam umgeschrieben, aber all die Leute, die jetzt in Amt und Würden sind, die jetzt im Finanzministerium hohe Posten haben, auch die in der Wirtschaft Manager, die auch diese Dinge studiert haben, muss man wirklich sagen, sie sind im Studium, haben falsche Dinge gelernt. Die haben einfach falsches Wissen im Kopf. Also das ist eine Sache, die erst ganz langsam sich durchsetzen wird. Denn niemand, der jetzt 50 oder 60 ist und politische oder wirtschaftlich große Verantwortung trägt, wird jetzt mal eben so einräumen, dass er 40 Jahre lang hinter die Fichte geführt worden ist. Ja, dass er falsches Wissen im Kopf hat. Das wird so auf die Schnelle nicht kommen. Aber um zurückzukommen zur Legitimation, ich sagte ja schon, wer gibt privaten Banken jetzt das Recht, dass sie Anteilsscheine erzeugen dürfen? Ich muss wieder auf meinen Zettel zeigen. Ja. Sei mir nicht böse. Also ja. Weil du das so sehr, hast du jetzt eben sehr abgekürzt, du bist gesprungen von dem Legitimieren. Da müsste man ja erstmal sagen, wie sollte es dann eigentlich sein? Richtig? Ja, genau, richtig. Also, den Punkt müssen wir noch machen. Um dann im nächsten Schritt zu sagen, mir wirft man normalerweise vor, dass ich zu schnell bin. Deswegen hat Katja gesagt, bitte, wenn du mit Paul sprichst, mach das nicht. Mach das an einigen Stellen ein bisschen langsamer. Also was du eigentlich verlangst, oder was heißt verlangst, also man konstatiert jetzt mal, eigentlich sollte das, um eine friedliche Gesellschaft zu behalten, sollten diese Entscheidungen von uns allen getroffen werden. Wer darf denn sowas entscheiden, sich aneignen und so weiter? Sie müssen von uns allen getroffen werden. Das ist gar keine Option. Also jeder, der das anders vorschlägt, der wird entweder eine unfriedliche Gesellschaft ernten oder eine verblödete Gesellschaft ernten. Denn natürlich kann man diese als Einverständnis auch manipulieren, indem man die Leute alle verblöden lässt. Und das meine ich, weiß, das was ist passiert. Im zweiten Schritt. Also deswegen, du hast ja auch über Demokratie geschrieben, da kommen wir ja auch noch hin. Aber dass man sagt, im Idealzustand, wir müssen darüber sprechen, dass Demokratie natürlich also eine voraussetzungsreiche Staats- und Gesellschaftsform ist. Also dass man sagt, wir sind ja sehr weit gekommen schon auf diesem Weg, dass wir das Verblödungsstadium schon weitgehend erreicht haben. Ob das nun die Schuldverantwortung der Verblödeten allein ist oder ob dazu auch jemand beigetragen hat, können wir ja gleich nochmal gesondert machen. Aber die Frage, also nochmal, im Kern steht doch, das müsste eine Abstimmung sein von uns, gebildeten und klugen und informierten Bürgern, wer denn dieses Recht haben soll, sich überhaupt die Dinge anzueignen, von denen du ja sprichst. Und vor der Abstimmung eben die Diskussion. Die Diskussion muss sehr ausführlich sein und sehr langwierig sein. Also das ist auch immer so, es gibt ja dieses, in diesem Buch habe ich viele Kapitel zur direkten Demokratie und insbesondere zur Geschichte der direkten Demokratie in Deutschland, die es in der Weimarer Republik gegeben hat. Im Grundgesetz dann nachher nicht mehr. Aber in den 20er Jahren gab es dieses Modell. Darüber wissen nur sehr wenige Leute Bescheid, was da gelaufen ist. Ich habe das ausführlich im Buch dargelegt, damit man mal weiß, welche Geschichte haben wir hier in Deutschland eigentlich? Welche Erfahrungen haben wir bereits gemacht? Wo gibt es Dinge, die man besser, die man anders machen könnte?
direkte Demokratie ist aber nicht einfach nur, ja, wir lassen jetzt mal eben das Volk entscheiden nächste Woche. Denn dann wird natürlich gesagt, ja, da wissen wir ja jetzt schon, was bei rauskommt, dass da nichts Gutes. Sondern das ist ja ein Prozess. Das wird ja auch nicht über Nacht eingeführt, sondern das sind langlaufende Prozesse. Und auch Volksabstimmungsprozesse sind sehr langwierig, auch in den Ländern, wo sie stattfinden. Da gibt es große Kampagnen im Vorfeld, wo eben die verschiedenen Akteure versuchen, auf die Diskussion zu lenken. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, das ist ein ganz großer Schwachpunkt, wenn man jetzt direkte Demokratie isoliert betrachtet. Wenn man jetzt sagt, ach, wir brauchen nur direkte Demokratie, dann das ist naiv. Denn wenn man es in unseren Gesellschaft- und Eigentumsordnung so etwas macht, dann passiert genau das Gleiche wie bei Wahlen. Wir haben ja Wahlen. Und es passiert das, dass finanzstarke Akteure Einfluss nehmen auf Wahlkämpfe. In den USA ist es inzwischen empirisches Wissen schon viele, viele Jahre, dass der Kandidat, ist empirisches Wissen bei den Senatswahlen und auch bei den Abgeordnetenhauswahlen, dass der Kandidat, der das größte Budget hat, die Wahl gewinnt. Das ist keine Theorie, das ist inzwischen empirisches Wissen. In den USA ist es besonders krass, weil die Wahlkampffinanzierung dort total unreguliert ist. Ja. In anderen Ländern ist das anders. Das heißt, wenn wir direkte Demokratie anstreben wollen als Ziel, muss man im gleichen Atemzug auch über Wahlkampfregulierung sprechen, also über die Zuschüsse bei Wahlkämpfen. Wer darf wie viel Geld verteilen? Denn man kann natürlich die Leute mit viel Geld auch viel manipulieren. Das gehört also dazu. Das gehört, und wenn man direkte Demokratie in einer Eigentumsordnung einführen will, wie in unserer, wo alles extrem konzentriert ist bei ganz wenigen Familien, dann ist das sehr schwierig, weil die haben aus ihrem Eigentum und aus ihrer Finanzstärke heraus, haben sie politische Macht, die ist einfach da. Die kann man jetzt auch nicht durch irgendein Gesetz regulieren, die ist real, weil sie haben einfach das Geld, um ganz viele Leute sich zu kaufen. Ja, gar nicht mal nur direkt als Bestechung, sondern einfach Leute sich zu kaufen, die für sie arbeiten, die für sie forschen, die für sie Medienarbeit machen. Das ist ja genau das, was heute passiert, was heute vor allen Dingen in den großen Stiftungen passiert. Die ganzen großen Familien haben ja zum großen Teil ihre Stiftungen alle. Ja? Und die machen das, die machen die politische Arbeit. Deren Einfluss, es wäre aus meiner Sicht naiv zu glauben, man könnte diesen Einfluss einfach gesetzlich regulieren und die Eigentumsordnung unangetastet lassen. Und schon wieder muss ich dich unterbrechen. Ja. Weil, das ist ein Punkt, über den wir beide auch gelegentlich uns nicht entzweit haben, im Gegenteil. Aber ich glaube, uns verbindet, glaube ich, ein gegenseitiger hoher Respekt. Also ich habe den jetzt vor dir. Und wir hatten ja häufiger auch mal ein Telefonat, wo wir dann einfach gesagt haben, du mir gesagt hast, Sven, du bist einfach zu albern und zu sarkastisch, das Thema ist zu ernst. Verstehe ich, aber du verstehst bei mir auch, dass der Grund und meine Analyse schon nicht anders, wie anders ist als deine, sodass ich damit nur anders umgehe. Dass ich sage, um das ins Bewusstsein derer zu bekommen, auf die es ankommt am Ende von uns allen, wähle ich einen anderen Weg als du. Mhm. Aber wir haben oft genug diese, ich will es mal als Vorwurf und sich aufziehen damit formulieren. Eigentlich ist das Kind schon so lange in den Brunnen gefallen und so tief versenkt, dass ich es einerseits bewundere, dass du immer noch diese Analyse machst und sagst, du gehst auch noch mal irgendwie hier und machst da einen Vortrag und gehst da noch mal in eine Turnhalle und erklärst den Leuten, wo es hingehen müsste und könnte, ohne zu verschweigen, wie schwierig es alles schon ist. Mhm. Aber da würde ich mit dem Hinweis auf Katjas Erklären schon sagen, wie ist denn der Zustand jetzt eigentlich, an dem wir jetzt sind? Also wir haben eben berührt mal die Manipulation und die weitgehende Verblödung, dann wird auch noch an den Wirtschafts-, also nicht nur ich habe das nicht gelernt in meinem BWL-Studium, auch die anderen nicht. Mhm. Du hast jetzt auch noch den Philanthrokapitalismus mit reingeworfen, also dass über die Stiftungen man Geld, das eigentlich dem Gemeinwesen uns allen zusteht, in Form von Steuern, entnimmt und wahlweise in der Steueroase parkt oder eben einfach über eine Stiftung so verwendet, dass man sagt, ich entziehe der Gemeinschaft dieses Geld für einen wohltätigen Zweck, der mein eigener ist. Genau, so kann man es sagen. Ja. Mhm. So, das muss ich ein bisschen kaschieren, indem ich sage, es hat doch die Firma sowieso gekriegt, in der ich dann wieder kontrolliere. Mhm. Aber das würde ich dich jetzt bitten, um einfach, wie schlimm ist es denn eigentlich? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen fies, diese Frage zu stellen. Aber nee, gar nicht. Ist gar nicht fies, die liegt ja auf der Hand. Also,
Das ist auch eine Frage so der eigenen Haltung, wie man damit umgeht und der eigenen Lebenserfahrung, wie man damit umgeht natürlich. Ja? Also es gibt großen Grund zu ausweglosem Pessimismus. Es gibt genug Motive dafür zu sagen, das ist alles zu spät, es ist alles Kind ist in den Brunnen gefallen, man kann nichts machen, das ist alles schon gelaufen. Wir können uns nur irgendwie eine Fluchtinsel suchen, wo wir jetzt hingehen und einen kleinen Kreis versuchen hier zu überwintern. Da gibt es viele gute Gründe für diese Haltung, da habe ich auch Respekt vor. Aber das ist der zweite Schritt. Also der erste wäre wirklich mal zu sagen, dass man wirklich nochmal sagt, was ist denn wie schlimm an welcher Stelle, um dann, ich will ja, wir wollen beide nicht in diesen Pessimismus, da wollen wir beide nicht hin, glaube ich. Also ja, nee, auf keinen Fall. Dass man erstmal wirklich, deswegen sagte ich das gerade, die Dinge erstmal klar zu sehen, das ist ja dann auch, wird man uns dann wieder vorwerfen als irgend so ein Unsinn, sachlich klar zu sehen, wo ist es wie schlimm, um dann das zu bewerten und zu gucken, was können wir daran noch ändern. Ich würde das nicht, direkt jetzt aufgeben vorher als Einleitung. Also das Geld ist konzentriert bei denen schon immer war. Es wird immer mehr konzentriert in diese Richtung. Richtig? Wir haben unsere Steuergesetzgebung so gebaut. Wir haben unsere internationalen Finanzregeln so gebaut. Wir haben diese ganzen Dinge, aber was wirklich schlimm ist, was das Allerschlimmste ist und was auch die schwierigste Baustelle aus meiner Sicht ist, von diesen ganzen technischen Dingen, sind ja technische Fragen abgesehen, ist, dass eigentlich die Grundlagen fehlen, um diese Dinge analysieren zu können in der Gesellschaft. Also um es mal platt zu sagen, das politische Bewusstsein ist so gedämpft worden, so eingeschläfert worden, das politische Bewusstsein, dass es ganz schwierig wird, so einen Diskussionsprozess wieder zu starten, weil du brauchst ja ein Bewusstsein dafür. Du musst ja wissen, was ist meine Rolle in der Gesellschaft und mit wem, wer sind meine Verbündeten in der Gesellschaft? Die gibt es ja, ziemlich viele sogar. Aber wenn das Bewusstsein fehlt, dass es sie gibt und wer sie sind und dass sie sich treffen müssen, dann kannst du ja politisch nichts bewegen. Dann sind alle isoliert und alle sind verängstigt und alle sind Einzelne, sind Individuen, für die Zukunft ausweglos aussieht und ausweglos erscheint. Das hat aber auch viel mit der Wahrnehmung zu tun und dem politischen Bewusstsein zu tun natürlich. Das ist für mich das Hauptproblem. Und für mich ist es unheimlich interessant. Ich habe bei allen meinen Büchern mich eigentlich immer, bin da oft historisch rangegangen. Also bei dem Geldbuch habe ich geguckt, wie hat sich das so seit dem 17., 18., 19. Jahrhundert entwickelt? Was war in der Historie? Auch bei dem Demokratiebuch habe ich auch geschaut, wie war das mit der direkten Demokratie da im 19. und 20. Jahrhundert? Und jetzt auch bei dem Buch über Corona. Habe ich ja auch geschaut, wie ist das, hat sich das in den letzten 20 Jahren. Ich finde, das ist der Schlüssel. Also wir brauchen auch historisches Wissen einfach. Und um auf das Thema jetzt zurückzukommen, politisches Bewusstsein, da finde ich es unheimlich spannend, sich die Zeit der Weimarer Republik in Deutschland nochmal anzuschauen, also die 20er Jahre. Aus meiner Beobachtung, wenn ich da so lese in Originaldokumenten aus der Zeit, was ist damals so erschienen, was stand in der Zeitung damals, was stand in Parteiprogrammen damals, was haben die Leute publiziert, die damals so Vordenker waren, die damals so angesehene Leute waren in Politik oder Intellektuelle, dann sieht man, dass es einen ganz anderen Grad von politischem Bewusstsein in den 20er Jahren in Deutschland gegeben hat. Und für mich, das ist jetzt meine Analyse, ich glaube, wir müssen da irgendwie wieder andocken. Also ich will jetzt nicht zurück in die 20er Jahre oder so, nein, aber zu verstehen, es gab eine Zeit in diesem Land, wo Leute viel genauer verstanden haben, was vor sich geht, als heute. Und das beißt sich so ein bisschen mit der allgemeinen Vorstellung. Viele Menschen denken, wir waren noch nie so schlau wie heute. Und das ist ein Irrtum. Es stimmt überhaupt nicht. Man war schon mal viel schlauer hier in diesem Land, aus meiner Sicht, nach dem, was ich wahrnehme. Ja, wer behauptet denn, wir wären niemals so schlau gewesen wie heute? Ja, das ist so in meiner Wahrnehmung so die Ideologie, die heute herrscht, generell. Dass man immer denkt, so jetzt ist gerade so die Krone der Schöpfung, jetzt sind wir gerade ganz vorne, weil man das immer so kapriziert auf technologische Entwicklungen, die ja wirklich, die Entwicklung ja scheinbar immer weiter. Aber das politische Verständnis, da gab es eben aus meiner Sicht große Rückschritte. Und wir müssen erstmal, gleichzeitig, während wir diskutieren, was für Wege es gibt, müssen wir die Geschichte studieren. Wir müssen ganz genau schauen, was ist in diesem Land schon mal alles versucht worden. Das halte ich für sehr wichtig. Ja, aber da sind wir jetzt, wir wollen ja nicht hoffnungslos sein. Also da ist das Kind auch schon relativ weit in den Brunnen gefallen. Auch da, ja. Das würde für mich zu einer Zustandsbeschreibung dazugehören, dass man tatsächlich sagt,
es wird nicht mehr, man muss die Geschichte kennen, auch wenn sie sich möglicherweise nicht wiederholt, aber um zumindest nicht die gleichen Fehler dauernd wiederzumachen oder in die gleichen Fallen reinzulaufen. Ich denke wie du, dass wir vor dem allergrößten Problem insofern stehen, dass es wirklich überhaupt kein politisches Bewusstsein gibt. Ich sehe das ja auch bei den Jüngeren. Ich will denen gar keinen Vorwurf machen. Ich habe das schon oft genug getan. Aber das ist ein derartiges Desinteresse. Es ist nicht mal, also dass man sagt, wenn das über drei Wörter hinausgeht, der Sachverhalt, im Punkt, wenn der Komma kommt, sind sie schon ausgestiegen. Ich finde das gefährlich. Ich will dir nicht die Hoffnung nehmen auf die Rückkehr der Demokratie. Aber das meinte ich vorhin mit der voraussetzungsreichen Staatsform. Wenn man im Idealfall sagt, das ist ein Prozess, du musst dir ja nicht nur eine Meinung bilden, das kann ja jeder, du musst dir ein Urteil bilden. Und zu einer Urteilsbildung gehört sehr, sehr viel Abwägen und miteinander sprechen und andere Interessen sehen und dann auch das Interesse der Gemeinschaft eigentlich im Grunde vor das eigene Interesse stellen. Und auch ganz, ganz banal andere Sichtweisen, die einem total zuwiderlaufen, respektieren. Erstmal zuhören und nicht gleich abwerten, ne? Und mit diesen Leuten eben sprechen. Und das ist ja bei uns jetzt in den letzten Jahren total verloren gegangen. Also jetzt wird ja gar nicht mehr miteinander gesprochen, jetzt werden ja nur noch Vorwürfe gemacht und es wird gesagt, ihr seid alle Idioten. Ihr, die das anders seht, ihr seid alle völlig doof. Und jetzt wird es sogar noch schlimmer, jetzt ist nicht nur ihr seid Idioten, sondern ihr seid auch gefährlich. Eigentlich müsste man euch alle das Mikrofon wegnehmen, weil ihr habt die andere Meinung und das darf nicht sein. Das kannst du natürlich mit jungen Leuten besonders leicht machen, denen sowas erzählen, weil die ja keinen historischen Vergleich haben. Die kennen ja nur die Zeit jetzt. Und dagegen immunisieren kann man sich nur mit geschichtlichem Wissen, anders geht es nicht. Ich sehe das wie du. Das ist also nahezu ausweglos, aber andererseits sehe ich auch, und das ist etwas, was mir persönlich, wie soll ich sagen, Hoffnung macht, dass diese Machtkonzentration, die wir ja haben, die extrem ist, so extrem wie noch nie, dass die auch einen Gegenpol hat, eine Schattenseite hat. Wenn diese Macht ist so radikal ausgeweitet worden in den letzten Jahren bei diesen wenigen Menschen und wenigen Organisationen, dass sie extrem instabil geworden ist. Alles, was sich so extrem ausdehnt auf Kosten aller anderen, wird unglaublich bröckelig, instabil. Es hat ganz viel Macht, dieses System. Es hat alle auf Linie, alle eingenordet, wie über eine Kompassnadel. Alles hat sich ausgerichtet, die Sägespäne, oder nicht die Sägespäne, die Eisenspäne im Magnetfeld. Alles hat sich ausgerichtet an die Kraftlinien dieser Macht. Aber anders als bei einem Magneten ist das hier total instabil. Das ist ganz wackelig. Und das sieht man aus meiner Sicht am besten an den extremen Bestrebungen, andere Sichtweisen auszugrenzen, Zensur. YouTube wird bereinigt von allem, was irgendwie nicht auf Linie ist. Die anderen großen Plattformen auch. Das ist ja, warum wird das gemacht? Weil das System instabil ist. Wenn es stabil wäre, müsste man das nicht machen. Und daran sieht man es. Es ist sehr wackelig. Es lastet alles auf einer Ideologie. Und diese Ideologie wird mit jedem Jahr unlogischer. Für Leute, für normale Leute wird sie immer unlogischer. Die Widersprüche werden immer krasser. Immer klarer zu sehen, immer leichter zu sehen, je schlimmer diese Machtkonzentration und diese ganzen Entwicklungen vor sich gehen. Das heißt, wir sind eigentlich an einem Punkt, aus meiner Sicht, in der Gesellschaft, der sehr beweglich ist. In alle möglichen Richtungen. Und ich kann überhaupt nicht voraussehen, in welche Richtung das kippt. Aber es kippt auf jeden Fall. Es ist ein Moment größter Beweglichkeit. Und das ist für mich die Analyse. Ja, das ist interessant. Also, wenn ich da mal nachfragen darf. Oder mein Gefühl ist ähnlich wie deines, dass man jetzt nur sagt, nehmen wir jetzt mal die andere Seite, versucht eigentlich, und da kommen wir noch mal ganz kurz, berühren wir noch mal das Geld, mit einem rein virtuellen und nicht mehr giralen Geld zu verhindern, das, was du jetzt gerade beschreibst, also dass man sagt, wenn es zu diesem Zustand kommt, dass man tatsächlich sagt, es ist viel Bewegung, es kippt jetzt in Erkenntnisse, dass auch Menschen, die sich nie damit beschäftigt haben, plötzlich sagen, hier läuft doch was schief. Wir merken das ja jetzt schon im Kleinen, also nur wegen irgendwelcher Gas- und sonst was Preise, dass man sagt, das gefällt mir jetzt nicht. Viele Menschen haben in den letzten 2 Jahren ein Unwohlsein entwickelt, glaube ich, mit der 5., 6. Dauerimpfung, mit dem Krieg, muss das denn sein? Und mit jetzt kostet das Gas 5-mal so viel und andere machen sich die Taschen voll. Aber dass man versucht zu verhindern, wenn diese
diese Wutbürger, diese ganzen Nazis, wie Fancy Naser sagt, das ist ja jeder, der Kritik äußert, man versucht zu verhindern, dass die sich noch wiederfinden können. Ja, klar. Das ist für mich ein entscheidender Punkt, also dass man sagt, wenn ich euch auf ein grundloses Bedingungseinkommen, gut, ich höre schon auf ein bedingungsloses Grundeinkommen reduziere, das auch noch von der EZB verteilt wird, und zwar nach Wohlverhalten derer, die Empfänger sein könnten, und ich euch auch abschalten kann im Sinne von, dann nehme ich euch halt das Smartphone weg oder den Zugang, dann wird diese Auseinandersetzung, die wir führen müssen, unheimlich schwierig für uns. Ich rede schon wieder von wir. Also für die sagen, nee, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht die Welt, die wir wollen, weil sie dann so versprengt sind und dass man sie tatsächlich im Grunde eliminieren kann aus dem Diskurs. Man kann das alles machen und alles, was du beschreibst, passiert auch gerade. Es läuft alles auf diesen Weg zu. Das ist ja eine Dystopie, die gerade verwirklicht wird. Mhm. Das sieht man ja an allen Ecken. Alle Prozesse laufen darauf hin, genau auf das, was du gerade beschreibst. Natürlich ist das, was dann entstehen wird, was jetzt gerade entsteht, kein stabiler Zustand. Denn du kannst natürlich die Leute isolieren, die Leute versprengen, du kannst den Leuten Angst machen, die Leute verelenden. Das kann man alles machen. Aber das wird immer instabiler, das Ganze. Dieser Druck, es wird ja immer mehr Druck aufgebaut. Die Menschen werden immer unter einen immer stärkeren Druck gesetzt. Über Jahre geht das ja schon. Auch vor den ganzen Krisen war es ja einfach der Leistungsdruck. Du musst immer mehr arbeiten. Die Arbeitszeiten wurden immer länger. Die Leute mussten noch einen Job und noch einen Job. Die USA waren uns ja voraus. Da braucht ja jeder schon 3 Jobs, um über die Runden zu kommen. Das ist ja dann so langsam hier auch hergeschwappt. Das war erstmal der Arbeitsdruck. Und jetzt kommt dieser ganze andere Druck. Jetzt noch mit Corona dieser Druck, dass man sich da verhalten soll. Dann jetzt noch dieser existenzielle Druck jetzt mit dem Gas und dem Strom und so weiter, der wirklich jetzt jeden trifft, der nicht total abgehoben ist mit seinen Millionen irgendwie. Der Druck wird immer größer, man kann trotzdem den Druck immer noch weiterhören, und mit Angst kann man auch viel bewegen, kann man politisch auch viel lähmen, man kann die Leute wirklich lahmlegen. Das haben wir alle erlebt in den letzten 2-3 Jahren, wie wirklich die Gesellschaft tatsächlich lahmgelegt worden ist. Nicht nur durch Lockdown, sondern auch psychisch durch die Angst lahmgelegt worden ist. Ja. Das ist passiert. Was ist das Ergebnis von diesem Prozess? Wir haben eine Gesellschaft, die im Grunde dann nicht mehr funktioniert. Denn mit lahmgelegten Leuten kannst du natürlich keine funktionierende Gesellschaft organisieren. Was soll denn dann entstehen? Wer soll denn die ganzen Sachen herstellen? Das können ja alles Roboter machen, die ganzen Dienstleistungen, die wir alle brauchen zum Leben. Natürlich gibt es irgendwelche Verrückten, die denken, ja, wir können ja auch die Weltbevölkerung reduzieren. Wir brauchen gar nicht so viele und die können ja auch alle über die Wupper gehen. Dann geht das alles, dann können wir die alle viel leichter kontrollieren. Solche Leute gibt es ja auch, die solche Ideen hegen. Ja, wollen wir nicht verschweigen. So, aber im Grunde kann man natürlich eine Gesellschaft mit lahmgelegten Individuen, die ist nicht betriebsfähig. Mhm. Ja, das funktioniert nicht. Ja, gut, aber das. Ich würde den Punkt gern vertiefen. Ja, wenn es die lahmgelegt und dann nochmal, wir waren ja gerade bei dem, wenn sie es schaffen, uns voneinander zu trennen in unserem Kummer und unserer, also alle zu isolieren, ja, zu verängstigen und zu sagen, du darfst aber auch nicht mehr, du darfst dich nicht mehr mit Paul treffen. Du kannst dich nicht mehr mit Paul am Tisch treffen, weil du bist erstens viel zu deprimiert. Lockdown sozusagen, ja. Und dann hat der Paul auch keinen Smartphone-Anschluss mehr, weil den haben wir ihm jetzt gerade irgendwie mal weggenommen. Und er hat auch kein girales EZB-Geld mehr, weil er hat sich nicht gut benommen. Er kann auch nicht, ja, genau, er kann auch nicht mehr zu dir kommen. Also die wenigen, die da noch opponieren könnten, die können wir aus dem Verkehr ziehen. Dann hast du eine nicht funktionierende, deprimierte, auf sich atomisierte Gesellschaft. Der Punkt ist, dass sie nicht funktioniert. Das, ja, geht, das funktioniert nicht. Man kann mit Menschen, die man so zurichtet und so unter Druck setzen, keine funktionierende Gesellschaft am Laufen halten. Nein, aber was machen die Menschen dann? Also wenn man die Gesellschaft funktioniert nicht mehr. Was ist denn dann, was passiert? Es bricht alles Stück für Stück zusammen. Alles ist marode. Du hast nur noch Fassaden, die funktionieren. Jeder kennt das ja von den Callcenter-Telefongeschichten. Man ruft irgendwo an und man bekommt niemanden mehr an den Apparat, der einem hilft. Also das funktioniert ja dann nicht mehr.
Ja? So, das ist die Fassade, wird aufrechterhalten. Ja, wir haben doch da dieses Callcenter, aber es ist ja nur noch eine Fassade. Tatsächlich funktioniert es ja kaum noch. Also natürlich, es funktioniert immer noch gerade so, dass es noch gerade so irgendwie geht. Aber jeder, der irgendwie eine führende Funktion oder eine leitende Funktion irgendwo in der Gesellschaft hat, kennt das ja aus seinem eigenen Wirkungskreis, dass Dinge nicht mehr so funktionieren wie früher. Dass einfach Organisationen nicht mehr funktionieren, dass Verantwortlichkeiten nicht mehr funktionieren, dass jeder nur noch versucht, den Ball von sich fernzuhalten, zu sagen, ich übernehme keine Verantwortung für gar nichts, das ist eh alles, ich habe damit nichts zu tun, sollen die anderen mal machen. Ich bin bei dir, aber man zieht sich da, ja, naja, so. Und also dieses Ziel, was diese Menschen oder Gruppen, Organisationen anstreben, was jetzt so diese Dystopie, die jetzt angestrebt wird, ist hohl. Ja, deshalb macht sie mir auch nur begrenzt Angst. Weil daraus kein. Also ist es, wenn man es mal vergleicht, es gibt ja mal den Vergleich mit der Nazizeit und so weiter. In der Nazizeit gab es eine starke Ideologie. Die es heute nicht gibt? Die war sehr stark. Da haben sich Millionen Menschen mit identifiziert. Und das war nicht wie heute. In der Nazizeit gab es unheimlich viel Propaganda und PR. Natürlich, die Leute wurden beballert mit Propaganda und auf Linie und Druck und so weiter. Aber Millionen von Menschen waren mit Feuer im Herzen dabei, waren völlig überzeugt von dem, was da passiert ist. Das war sehr stark. Diese Ideologie heute hat das nicht. Da gibt es auch Menschen, die mit Feuer dabei sind, aber das sind nicht so sehr viele, würde ich mal sagen. Wäre mal so meine Analyse. So, also alles, eine Gesellschaft ruht immer auf der Ideologie, die sie trägt. Und da sehe ich wenig. Also das, was diese Dystopie jetzt den Leuten anbietet, ich sehe es nicht, was sie denen anbietet. Wofür sollen sich die Leute begeistern, dass sie das... Du hast natürlich recht mit deinem Punkt, ja, die Leute müssen sich doch nicht begeistern, die werden gezwungen. Mhm. Ja, gut, du kannst die Leute auch zwingen. Das Ergebnis ist eine kaputte Gesellschaft, das ist total kaputt. Ja. Ich meinte nur, dass für mich so ein Gefühl zumindest, oder auch mein bescheidenes Urteil in dieser Situation, dass der Versuch derer, die da eigentlich nicht viel anzubieten haben, also wenn wir mal eine Gegenseite formulieren, das ist, eure Ideologie ist relativ schwach, ihr operiert nur mit Angst, Panik, ins Boxhorn jagen und das sind eigentlich irgendwelche Schatten, ich weiß gar nicht, wie ihr das macht. Ich meine, Viren sind nun mal für vulnerable Gruppen immer schon gefährlich gewesen. Ja. Also was auch immer ihr da verzaubert, ist eigentlich nichts Erstrebenswertes. Ihr verkauft es über die Sicherheit, die ihr nicht bieten könnt. Und das wissen die, glaube ich, auch. Also ich glaube schon, dass unsere Freunde aus dem Valley und von wem auch immer wir hier sprechen und denen, die jetzt alles gekauft haben, wissen, dass das ein ziemlich schwaches Angebot ist, was dann am Ende steht, die Welt, die sie da konstruieren. Nur, wenn... Ja, darf ich kurz einhaken? Unbedingt. Ich habe das Gefühl, ich habe das auch in dem Vorwort von meinem Corona-Buch versucht zu formulieren, das ist jetzt nicht einfach nur so eine Krise mit so ein paar verrückt gewordenen Superreichen oder so. Mhm. Sondern das ist eine Krise einer Ideologie, die viel weiter geht, die auch über diese Menschen völlig hinausreicht. Das ist jetzt auch nicht mit, ja, Bill Gates und klar, die spielen alle eine Rolle, eine wichtige Rolle auch. Aber es geht jetzt nicht einfach nur von denen aus. Die sind auch Teil einer Ideologie, an die sie selber auch glauben. Also diese technokratische Ideologie. Und ich habe so den Eindruck, dass sich immer mehr Leute in so Automatismen so reinbewegen, sich von Automatismen auch selber lenken lassen, auch an der Spitze. Die sagen, ja gut, jetzt ist das, dann müssen wir jetzt das machen. Da kommt wie so an, aus. Ja? Jetzt kommt das, dann muss ich jetzt das machen. Und dass der Geist so verstanden als, dass man Dinge abwägt, dass man Dinge durchdenkt, also durchdenken im Sinne von nicht, es gibt jetzt Multiple Choice A, B, C, D, ich nehme B oder C, nein, für A sprechen aber 3 Punkte mehr, dann nehme ich A, sondern Geist im Sinne von freidenken, abwägen, intuitiv sein, sich inspirieren lassen, im Gespräch sein mit verschiedenen Leuten, also diese Art von Geist, dass die eigentlich so am Verlöschen ist, in den Institutionen, besonders an der Spitze der Gesellschaft, total verlöscht, diese Art von Geist, diese Art an Probleme heranzugehen, Problemlösungen anzustreben, total verlöscht und stattdessen Automatismen von den Köpfen der Leute Besitz ergriffen haben, ja jetzt ist das, dann müssen wir das machen. Also jetzt hat Russland angegriffen, jetzt müssen wir Nord Stream 2 ausmachen. Das ist ja kein Geist mehr dahinter. Es ist ja einfach nur an, aus, jetzt, ne, das ist so Reizreaktion. Das ist
Und da sehe ich eigentlich den eigentlichen Schwachpunkt dieser ganzen Ideologie und auch dieser gesamten Clique von Leuten, die vermeintlich alles in der Hand halten, dass sie nicht nur, dass ihre Ideologie nicht nur sehr schwach ist und sie eigentlich nichts anzubieten haben, sondern dass sie selber auch gar keinen Geist oder nur noch sehr wenig Geist haben, um Problemlösungen zu erörtern. Und dieser Geist ist ja etwas, was ja immer da ist. Es gehört ja zum Leben und zur Erde dazu, zur Evolution. Das ist ja das Wesen eigentlich. Und dieser Geist, der muss jetzt von unten wieder kultiviert werden und herausgebildet werden. Und Stück für Stück müssen Leute dann lokal, regional sich vernetzen, sich treffen, Dinge besprechen, offen besprechen, alle mit an den Tisch holen. Alle. Mhm. Alle. Ja. Ja, so. Also das ist auch so ein Punkt. Talkshows, Fernsehsendungen bei uns im Abendprogramm, politische Diskussionssendungen. Ist ja nicht überall so, du hast es mir selber erzählt im Vorgespräch, ist ja nicht überall so wie in Deutschland, sondern es gibt ja auch einige Länder, wo in diesen politischen Diskussionssendungen, wie es ja überall gibt im Fernsehen auf der Welt, wo da auch wirklich dann auch alle mit am Tisch sitzen. Also alle. Ja? Und dann reden die miteinander, hören sie auch zu. Also es gibt Länder, wo das stattfindet. Ja, ja? Man kann das auch anders machen. Ja? So, und ich habe gestern auf dem Hotelzimmer, gestern Abend, ich habe seit 6 Jahren kein Fernsehen mehr und gucke mir also diese Fernsehsendungen nur noch an, mal in der Mediathek ganz, ganz selten. Das Fernsehprogramm rauscht an mir, das nehme ich nicht mehr wahr. Außer, wie gesagt, ich gucke mir meine Tagesschau in der Mediathek an. Aber ich habe mir gestern ZDF angeschaut, die Nachrichten, seit vielen Jahren mal wieder das erste Mal. Und ja, mir taten die Leute eigentlich leid, die dort moderiert haben. Also ich hatte wirklich den Eindruck, die machten auf mich einen total leblosen Eindruck. Mhm. Also wirklich, als gehorchten sie wirklich Automatismen. Sie sprachen in Schablonen, es war natürlich voller Wertungen, was vor 10 Jahren auch noch ein bisschen anders war. Da gab es auch schon viele Wertungen, aber das ist jetzt explodiert. Also die Moderationen sind voller Wertung. Ja. Und die Leute wirkten sehr leblos auf mich, die da moderiert haben. Also es, ja. Aber du hast Hoffnung, dass was du beschreibst, ist eigentlich... Das sind wieder ganz viele Dinge. Ich müsste wieder auf den Zettel zeigen. Ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt. Ja, du hast dich gar nicht verzettelt. Aber das sind so viele verschiedene Aspekte. Das eine ist, was du beschreibst, ist ja eigentlich diese Neigung zum, was nicht 1 und 0 ist, das wird irgendwie platt gemacht. Das ist genau. Ja etwas, dieses in diesem Technokratischen, und da findet natürlich alles nicht statt und hat keinen Platz, was in den Zwischenräumen passiert. Und genau das ist ja das Menschliche. Also die haben sich im Grunde verabschiedet von der Vorstellung des Menschlichen als irrational und als ineffektiv. Und das, was wir sind, also was ich an Menschen so schätze, was in diesem Gespräch sicherlich bei mir mehr auffällt als bei dir, dass man einfach teilweise ein paar Sätze nicht zu Ende kriegt und dummes Zeug redet, das soll ja nicht mehr passieren. Das ist eine sehr kalte und langweilige Welt und eine sehr automatisierte Welt, in der man das abschneiden wollte. Eine tote Welt. Ja. Aber wir sind ja alle, und deswegen der zweite Punkt, den du genannt hast, den finde ich fast noch wichtiger, dass man sagt, wir beide überprüfen ja gelegentlich auch mal Verschwörungstheorien, sagen wir es mal so. Also wir scheuen nicht davor zurück, eine Verschwörungstheorie mal anzuschauen, auf den Tisch zu legen und möglichst zu widerlegen. Mhm. Ich glaube, so sind wir beide auch mit dem 11. September umgegangen, dass man gesagt hat, immer vorsichtig, du sowieso, ich auch, dass man gesagt hat, ich weise auf Widersprüche in einer Darstellung hin, und bitte um einen besseren Vorschlag, weil mir das nicht ausreicht als Erklärung. Das ist, und das nennt man dann wahrscheinlich Verschwörungsideologen. Jetzt habe ich mich schon wieder vergaloppiert, genau wie du. Weil ich über den 11. September gar nicht reden wollte, sondern was nicht passt, wird passend gemacht, ist das eine. Ja, also das ist das große Problem, dass wir dann das Menschliche ausschalten. Und das andere ist, was du vorhin meintest, ist, es ist bei dieser Geschichte nicht zu reduzieren auf, das ist jetzt die Bill Gates-Verschwörung. Mhm. Die Corona-Krise ist jetzt orchestriert von bestimmten Leuten, die natürlich Nutznießer sind. Die Pharmaindustrie und die Banken profitieren jetzt vom Krieg und die Rüstungsindustrie, die bedienen sich jetzt alle nacheinander. Aber, und das scheint mir, zumindest mal als Frage würde ich das rübergeben, ich sehe da gar nicht einzelne Player, die jetzt eine feste Agenda und dann nochmal hier anrufen und nochmal da, bei allem sind ja nur 100 Menschen, die die Welt kontrollieren, aber dass die sich gar nicht anrufen müssen,
weil das ganz grundsätzliche, ja, die ganz grundsätzliche Geisteshaltung nicht nur dieser Leute, sondern sogar auf unserer Seite aller Menschen so ist, dass man sagt, das ist so ein Automatismus, für den ich gar keine Verschwörungstheorien brauche. Die Leute haben die Frage vergessen, wozu lebe ich überhaupt? Was ist irgendwie menschlich? Und wenn ich diese Fragen nicht kenne, sondern nur frage, muss ich 1 oder 0 antworten? Ist das jetzt eine militärische Spezialoperation oder ein Angriffskrieg? Und so durch, aber schnell, antworte schnell. Ja, schnell, die genau, Antwort. Es muss jetzt, ist das jetzt, es muss immer ist das jetzt tödlich, das Serum, ja, oder ist das hilfreich? Ja. Schnell. Ja, schnell, genau, wir haben keine Zeit. Ja. Aber dann brauche ich keine großen Verschwörungen mehr, weil sich sowieso alle einig sind. Ja, ja, immer mehr geht es dahin. Ja, früher brauchte man noch Verschwörung. Jetzt ist das oft gar nicht mehr nötig, ja, klar. Das kann ja heiter werden. Okay. Aber das hatten wir kurz mal auch im Vorgespräch einmal erwähnt. Das hat bei mir sehr geflackert im Kopf, weil ich dann dachte, also nicht, dass ich einen Schlaganfall kriege, sondern dass ich einfach dachte, das ist interessant, dass man tatsächlich gar nicht mehr sich groß absprechen muss, weil die Stimmung und die Geisteshaltung, Rushkoff nennt das halt das Mindset, so nennt sie das Silicon Valley auch selbst. Also es geht eigentlich nur noch darum, wir haben viel Schaden angerichtet, das geht hier irgendwie in die falsche Richtung, das Angebot ist auch nicht so doll. Die Reichen versuchen auf ihre Yachten zu kommen. Und die, die eben nicht, die Abgehängten, versuchen so auch zu sagen, naja, irgendwie komme ich schon durch. Ich als Individuum? Ich. Ja, ich. Die anderen nicht. Aber ich komme irgendwie durch. Ich schaffe das schon. Ich kaufe mir jetzt noch 5 Pfund Kaffee. Und wenn dann überall das Licht ausgeht, dann hole ich mir da auch noch ein bisschen Kaffee. Ich komme schon durch. Also das meinte ich vorhin mit Atomisierung, dass man sich, wenn alle sagen, ach naja, auch wenn es schwierig wird, ich komme schon irgendwie klar, entweder auf meiner Yacht oder mit Tür zu. Diese ganze Prepper-Geschichte, man bereitet ja, sich vor und hat dann seinen Keller voll mit Vorräten und dann kommt man irgendwie durch, sozusagen. Na, das hatte ich in einer unserer Sendungen mit Matthias ja auch kurz mal angeteasert, ich brauche nur einen Gegenstand als Prepper, nämlich einen Baseballschläger. Und ich muss Leute kennen, die preppen. Aber ja, das ist ja dieses Ich, nur wenn wir alle so drauf sind. Und wenn wir dieses, du fragtest vorhin, welches Wir meinst du denn überhaupt, Sven? Wenn wir dieses Wir nicht wiederfinden, also uns in dem anderen, ich mich in dir und sage, ich muss mit dem reden, der ist anderer Meinung. Ja, das ist die Grundlage. Wenn wir das nicht wiederfinden, dann sind wir doch voll. Das haben wir gerade verloren, ne? Das haben wir als Gesellschaft gerade zum großen Teil verloren, dieses Miteinander sprechen. Und dann wäre die Lösung eigentlich unmöglich. An der Stelle wird es dann kriegerisch, tatsächlich. Und das ist auch wirklich der erste Schritt zum Krieg, mit dem anderen nicht mehr reden. Und deshalb müssen wir da schleunigst wieder weg davon. Wir müssen wieder mit allen reden. Anders geht es nicht. Sonst ist Bürgerkrieg hier. Ja. Das ist viel, also Politikern aus meiner Sicht überhaupt nicht klar. Deswegen heißt dieses andere B&B-Format im Untertitel, ja, wir müssen reden, weil ich das auch für entscheidend halte. Und wenn wir das nicht hinbekommen, du kennst ja auch Orloffs Kollaps, ja, irgendwie Betrachtungen. Auch das für Katja und alle anderen noch mal kurz erklärt, dieser Kollaps, also der Zusammenbruch, ist laut Orloff irgendwie unausweichlich, korrigiere mich, man weiß nur nicht genau, wann es passiert. Wir wollen das auch gar nicht bis ins Detail vertiefen, aber er läuft in 5 Phasen ab. Laut Orloff bricht dann Wirtschaft zusammen und dann dies und das und jenes. Und aber auch laut Orloff gibt es einen Punkt, an dem man das stoppen kann. Das ist dann die 4. oder 5. Phase des Zerfalls, bevor es dann irgendwie in bürgerkriegsähnliche Zustände übergeht. Und das ist aber bei Orloff so, als Voraussetzung ist schon dann so, du müsstest deine Nachbarn dann kennen. Ja. Ich spreche mit Matthias neulich drüber, dass man sagt, genau dieser Punkt, der uns dann noch retten kann, wenn die Welt dann auseinanderfällt und verrückt spielt und Krieg und sonst was herrscht, wenn du deine Nachbarn kennst und weißt, es sind auch Menschen, ich liebe die nicht alle, aber ich kann mit denen reden, wir können uns auseinandersetzen über Positionen, dann haben wir eine Chance. Und da bin ich jetzt tatsächlich dystopisch, weil ich sage, wenn man das nicht mehr hat, wenn man sagt, den zeige ich ja bestenfalls noch an, weil er seine Maske auf der Parkbank nicht getragen hat, dann haben wir echt ein Problem. Ja. Okay, wir löschen das und machen uns positivere Gedanken, aber das ist gut, wir sind uns in der Analyse einig. Ich bin auch nicht so ein Verfechter von dieser Kollaps-Theorie, dass der unausweichlich ist und so weiter. Also ich sehe eigentlich mehr, dass wir alle so als Gesellschaft so runtergedimmt werden, wie so eine Lampe. Und so auf so ganz kleiner Flamme, dann läuft das dann immer so weiter. So, ja? Also ich denke jetzt nicht, oh, jetzt kommt der große
Kollaps und dann, ne, ich müssen vorbereiten, sondern ich sehe eher, es ist so ein langsamer Tod auf Raten irgendwie so, aber der sich ganz lange hinziehen kann. Aber, und das stört mich auch an diesen ganzen Dystopien, die für mich viel zu wenig die Möglichkeit im Blick nehmen, dass überraschende Dinge passieren. Also, praktisches Beispiel. Im November 2021, also im November letzten Jahres, hätte ich nie für möglich gehalten, dass ein oder zwei Monate später in Deutschland jede Woche über 1000 Demonstrationen stattfinden. Mhm. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Mhm. Ist aber passiert. Ja. Also solche Sachen passieren. Und man darf sich von, mein Punkt ist, man darf sich von diesen Dystopien auch nicht dumm machen lassen. Ja. Also. Wolltest du mir gerade sagen, ich versuche die Leute dumm zu machen? Nein, nee, man sich selber nicht dumm machen lassen. Also was man selber denkt, das ist ausweglos, weil das ist ja auch der Haken bei diesen ganzen Planspielen, mit denen ich mich ja sehr intensiv befasst habe. Diese Planspiele sind ja sehr clever und intelligent und gut durchdacht. Die Leute, die das aufschreiben, sind sehr klug und haben viel Erfahrung. Aber natürlich bleibt es am Ende immer so, dass man die Zukunft nun mal nicht vorhersagen kann. So sehr man sich auch müht und so viel Macht man auch hat, man kann es nicht. Mhm. Es geht nicht. Und es passieren immer Dinge, die unwägbar sind. Dinge, die man nicht geplant hat. Dinge, die niemand hat voraussehen können, die auf einmal einfach da sind, die einfach passieren. Aber das heißt nun nicht, dass wir alle jetzt die Hände in den Schoß legen können. Es wird schon irgendwie die Lösung dann schon am Ende des Tages kommen. Das natürlich nicht, sondern klar, wir müssen reden miteinander. Und es gibt viel zu reden über die verschiedensten Themen. Wir müssen reden über Geld, wir müssen reden über Eigentum. Wir müssen vor allen Dingen reden über den Umgang miteinander, über den respektvollen Umgang miteinander. Ja, und dazu gehört, wenn ich das ergänzen dürfte, auf deiner Liste auch mal über Leben und Tod zu reden und wie das dann eigentlich alles zusammenhängt. Weil ich ja weiterhin denke, wenn wir da auch darüber mal geredet hätten, und wir beide haben ja nun auch, also wir hatten ja auch mal Eltern. Und dass man einfach sagt, das gehört zum Leben dazu, zu unserem Leben, also Krankheit, Tod und sonstige Dinge. Und das nimmt ja auch viel Schrecken. Ich habe ja zu Beginn dieser Krise gesagt, in der Situation wären wir nicht, wenn wir eine einigermaßen realistisches und klares Bild von Leben und Tod hätten. Weil dann wäre das, was man uns da angedroht und versprochen hat, so nicht aufgegangen, dieser Plan. Die Angst hätte sich nicht so entwickelt, ja. Genau, ganz gleich, wie man, das muss man ja gar nicht drüber streiten, sondern drüber reden, für wie gefährlich man diese Pandemie gehalten hat oder hält. Das ist ja gar nicht der Punkt. Ja. Okay, aber das heißt, du hast noch Hoffnung offensichtlich auf unvorhergesehene Ereignisse, die demnächst passieren und uns alle irgendwie glücklich machen. Na, Hoffnung weiß ich nicht. Ich sehe nur, dass es immer wieder Unwägbarkeiten, Unplanbarkeiten gibt und dass es Nischen gibt und dass kleine Ereignisse große Wirkung haben können, wenn sie im richtigen Moment am richtigen Hebel ansetzen. Und ich glaube, jeder Mensch, egal wo er steht, egal an welcher Stelle in der Gesellschaft er steht, hat meistens mehr Einfluss, als er selber glaubt. Ja. Ja. In dem, was er, in dem, wie er mit anderen umgeht, in dem, was er zu anderen sagt und in dem, was er macht und anderen zeigt, was er macht. Also jeder Mensch ist ja ein Beispiel für andere Menschen, man orientiert sich ja an anderen. Die Leute gehen in den Supermarkt und gucken, wer hat denn alles die Maske auf heute? Soll ich die jetzt auch lieber aufsetzen oder nicht? Also das sind ja kleine Entscheidungen. Ne? Ja, da sagst du was. Also wenn jetzt die 80 Millionen Menschen, die uns jetzt gerade zugucken, wenn die dann also einfach mal kurz auch nur für einen halben Tag sagen, wo befinden wir uns denn hier eigentlich und wer ist das eigentlich? Ist der eigentlich gerade glücklich, unzufrieden? Kann ich helfen? Tatsächlich, es ist ja so, was mich am meisten ärgert an dieser ganzen Zeit, die letzten zwei Jahre, ich gebe zu, dass mich da manches geärgert hat. Also vor allem, dass man sagen muss, Leute, geht doch mal ganz kurz raus aus diesem Panikrad und aus dieser ganzen Veranstaltung. Guckt doch mal, wo ihr seid. Wir haben so viel. Wir haben alle Möglichkeiten, die Gesellschaft friedlich und freundschaftlich zu organisieren. Dann höre ich wieder von irgendjemandem, bei mir stimmt das überhaupt nicht, ich bin auf Hartz IV. Wo ich sage, ja, aber das kann man ja auch anders gestalten. Also all diese Dinge kann man menschlicher gestalten, gerade in so einem Land wie Deutschland, wo man sagt, wir haben ja nun ausreichend Freibäder. Ich weiß, wir haben gerade nicht ausreichend Gas. Kann man auch vielleicht lösen, wenn man seine Nachbarn nicht versucht zu verprügeln.
Weißt du, wo ich hin bin? Ich weiß, wo du hin bist. Ihr haltet doch mal, so haltet doch mal kurz ein und guckt doch mal, wo ihr seid und was wichtig ist. Aber du meinst, das regnet vielleicht vom Himmel unvorhergesehen. Fände ich ja gut. Okay, das heißt, wir haben noch Hoffnung. Hoffnung, ja. Das ist eine sehr persönliche Frage, ja, mit der Hoffnung. Das hat ja viel mit der eigenen Haltung zu tun, wie man so selber aufs Leben schaut. Deswegen würde ich das gerne eben nochmal aufnehmen am Schluss oder so Richtung Schluss, dass man mal sagt, du hast vorhin ja dich gewehrt gegen die Dystopie, das finde ich gut, ja. Aber das ist die persönliche Frage. Also du hast jenseits der Analyse gefühlt Hoffnung oder begründet? Ja, ich habe einfach, meine Wahrnehmung ist einfach diese unglaubliche Ideologie, die sich hier entfaltet hat in den letzten Jahrzehnten, und man kann fast schon sagen letzten Jahrhunderten, wenn man es ganz groß denkt, ja. Diese Ideologie, diese in großen Teilen aus meiner Sicht lebens- und naturfeindliche Ideologie, die sich entfaltet hat, hat ja genau darin ihren Schwachpunkt, in ihrer Lebens- und Naturfeindlichkeit. Und sie wird jetzt auf die Spitze getrieben. Aber das Leben an sich ist ja unverstanden, auch von der Naturwissenschaft bis heute unverstanden in großen Teilen. Nun hat sich diese Ideologie entfaltet, mit deren Brille wir auf diese Welt aber gucken und auch die Welt quasi missverstehen zu großen Teilen und jetzt irgendwas und ganz viel kaputt machen. Jetzt gerade so auf allen Ebenen ganz viel zerstören. Gut, man kann sagen, der Atomkrieg ist nur um Haaresbreite, hat in 80er Jahren diese ganzen Sachen mit Stanislav Petrov und so weiter, dass es keinen Atomkrieg gegeben hat. Sicherlich hat der Mensch auch die Fähigkeit, wirklich alles dann total zu zerstören. Klar, die ist gegeben. Aber letztlich ist eine Ideologie, die lebens- und naturfeindlich ist, nicht lebensfähig. Auf die lange Sicht. Es ist ein absurder Versuch. Also entpuppt sich jetzt als absurder Versuch, war es vielleicht vor 400 Jahren, sah es vielleicht noch anders aus, entpuppt sich jetzt aber doch als vollkommen absurder Versuch. Und das Verständnis, dass diese Dinge nicht tragfähig sind, die jetzt vorangetrieben werden, ist ja auch in den Köpfen oder Herzen der meisten Menschen da, würde ich sagen. Das ist da, das spürt eigentlich jeder. Und deshalb ist immer mein Punkt, lasst euch nicht dumm machen, lasst euch nicht einreden, das ist sowieso alles zu spät, denn die Sache so, wie sie jetzt sich entfaltet, ist nicht tragfähig, sie macht viel kaputt und es wird höchste Zeit, dass wir wieder darauf bestehen, dass es eine Rechenschaftspflichtigkeit gibt, eine Legitimation gibt, dass Leute, die Entscheidungen treffen, dafür auch zur Verantwortung gezogen werden. Und nicht, was wir jetzt haben, ist ja die totale Verantwortungskrise. Leute übernehmen keine Verantwortung, also Leute an Schaltstellen übernehmen eigentlich keine Verantwortung, sondern machen das, was gesagt wird, machen das, was alle machen. Das finde ich eigentlich am schlimmsten. Auch so Ministerpräsidenten oder Bundeskanzler, sie machen das, was alle machen. Das ist ja die vollkommene Ablehnung individueller Verantwortung. Das geht nicht. Ja? Das darf man nicht akzeptieren als Gesellschaft. Von solchen Leuten regiert zu werden, darf man nicht akzeptieren. Ja, das hast du wie gesagt, ein wichtiger Punkt, den hast du ja vor kurzem auch in einem Artikel. Diese Menschen müssen persönliche Verantwortung übernehmen und müssen auch, wenn sie Fehlentscheidungen getroffen haben, zur Verantwortung gezogen werden, wenn das nicht mehr möglich ist, weil das Justizsystem korrumpiert ist und die Parlamente ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommen und die Medien sowieso schon auf einem ganz anderen Stern sind. Dann müssen Menschen sich selbst organisieren und müssen selbst, aus meiner Meinung, im Lokalen, im Regionalen, bei sich vor Ort, sich finden, sich organisieren und miteinander sprechen. Und dann müssen daraus auch Handlungen folgen. Aber dieses System, was wir da jetzt haben, ist für mich so abgedreht, so entkoppelt, dass ich da keine Reformmöglichkeiten sehe. Mit dem Personal, was da an der Spitze ist, sehe ich da nichts. Also das ist dann wieder, wenn man sagt, man kann jetzt auch nicht auf die Straße gehen und sagen, ihr seid alle doof da oben. Man muss dann auch selber aktiv werden. Ja? Man muss dann und man kann nur aktiv werden bei sich vor Ort. Und man kann sich nur dort, es ist jetzt eine Plattitüde zu sagen, vernetzt euch doch bei euch vor Ort. Aber natürlich muss genau das passieren. Ja? Ich halte das, weiß Gott, nicht für eine Plattitüde, sondern für notwendig. Aber du hast neulich, das will ich nochmal erklärend hinzufügen, weil das vielleicht nicht alle wissen. Also nochmal erklären. Katja, du hast neulich einen schönen Artikel geschrieben darüber. Ein wichtiger Punkt, wie ich fand, den du gerade nochmal gemacht hast. Wenn diese Rechenschaftspflicht entfällt, also man sie wegbaut durch Paragraph 146 Gericht sowieso, also man sagt, der Herr Buschmann ist verantwortlich dafür, dass die Staatsanwaltschaften einen Politiker auch in die Verantwortung nehmen könnten, wenn er in einer verantwortungsvollen Position agiert.
und das nicht passiert wegen der Regenbogen-SED, sie dann einfach sagt, nee, dann klage ich den jetzt halt mal nicht an. Hm. So, das heißt, dann hast du eine Delegitimierung des Staates durch den Staatsapparat selbst. Selbst. Und da hast du in dem Artikel am Ende die berechtigte Frage, die du jetzt halt beantwortet hast, gestellt. Was ist denn dann der Schritt? Dann ist ja die Demokratie im Grunde erledigt. Ja, natürlich. Also ohne Rechenschaftspflicht haben wir keine demokratischen Verhältnisse. Na, nicht nur keine demokratischen Verhältnisse, sondern der Staat als solcher, verstanden als Gemeinwesen der Bürger, was er heute kaum noch ist, aber als das verstanden, die Legitimation des Staates als Organisationseinheit entfällt, wenn die verantwortlichen Beamten und Politiker nicht mehr rechenschaftspflichtig sind für das, was sie tun. Ja, das ist in den Gedanken habe ich aber noch nirgendwo gelesen. Ja. Schön, dass du ihn da hingeschrieben hast. Ja. Deswegen, das ist ja bestechend. Aber du hast da auch in dem Artikel zumindest die Andeutung gemacht, wir brauchen dann, wenn das so bleibt, dann bleibt uns ja wiederum gar keine andere Möglichkeit, als genau das zu machen, was du jetzt gerade beschreibst. Denn dass man sagt, dann müssen wir unsere demokratischen Verhältnisse, die eben erfordern, dass wir miteinander sprechen und dass wir einen Kompromiss finden und jemand, der Verantwortung übernimmt, die dann aber auch trägt, dann können wir das nur neben dem bestehenden System im Kleinen machen. Also sehe ich so, Das, was ja auch entsteht, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir wollen ja auch nicht zu viel sagen. Aber es gibt ja durchaus... Also die Demonstrationen Anfang letzten Jahres waren für mich da ein wichtiger Anfang auf diesem Weg. Denn dort sind sich ja viele Leute begegnet in den einzelnen Städten. Also wie gesagt, es waren ja über 1000 Demonstrationen jede Woche, über viele, viele Wochen. Dort sind sich ja, ich weiß das aus vielen Städten, da sind sich ja Leute begegnet, die sich vorher überhaupt nicht kannten, sind ins Gespräch gekommen, haben sich kennengelernt. Teilweise sind kleine Stammtische entstanden, Netzwerke, wo Leute sich treffen. Das war für mich so ein Punkt, wo was gestartet ist, ja. Was ausbaufähig ist. Ja, wir müssen reden, oder? Steht das nicht hier drauf? Ja. Nee, das ist ja alles andere als dystopisch. Ich meine, das ist das, was du und ich... Ich habe von Anfang an gesagt, oh ja, wir müssen uns im Großen vernetzen. Habe mit vielen Menschen dann wiederum gesprochen, gesagt, wo können wir denn jetzt, das müssten wir wieder bauen mit den Mitteln, die Big Tech uns zur Verfügung stellt. Bisschen lästig. Ja. Wenn man da sagt, oh ja, ich vernetze euch jetzt alle deutschlandweit und trefft euch dann um 12 am Kinderspielplatz sowieso. Das ist insofern schlecht und dummes Zeug, weil wir nicht die Möglichkeiten haben, aus eigener Kraft, jetzt so eine quasi so ein Paralleldeutschland dahin zu legen und daraus eine Demokratie zu entwickeln. Ich glaube nur, dass das im Kleinen wirklich nur geht. Ja, denke ich auch. Und da ist die Reichweite, die kennen wir aus der Geschichte, es geht dann so zwischen 20 und 150 Leuten, kann man das, glaube ich, auch demokratisch ganz gut auf die Beine stellen. Das ist doch nicht so dystopisch, das ist doch eine schöne Vorstellung. Ja. Muss ich mir meine 150 Nachbarn ansprechen. mal gucken. Gut, okay. Das heißt, wir haben noch Hoffnung für die nächsten Wochen und Monate. Und würdest du mir einen Gefallen tun? Würdest du mir erlauben, dass ich dich nochmal einlade, wenn wir dann über Weihnachten weg sind? Auch wenn du vielleicht wieder einen weiteren Weg fahren musst. Ich fände das gut. Ja, gerne. Das wäre mir eine große Freude. Okay. Gut, ich danke dir. Dann gehen wir jetzt mal in den Garten und genießen die nicht vorhandene Sonne. Schauen wir mal. Danke, Paul. Danke auch.